Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Aufnahme hier von Daisy, unserem Daisy-Tagebuch. Natürlich jetzt ein mit paar kleine Cuts und wie ihr seht, wir sind schon ein bisschen ausgerüstet. Wir haben ein Heli unterwegs gefunden, war ein Ami-Heli und wir haben ein paar Sachen inzwischen eingesammelt, die es hier gab. Wir haben eine FNX gefunden, hier einmal runter. Ich habe die Jacke mitgenommen, weil ich die so gerne mag. Ich weiß noch nicht, ob ich die behalte oder dann die und dann für ein paar Slots wegschenke. Einen großen grünen Rucksack, wir haben eine AK ohne alles, einfach nur eine leere AK und wir haben Munition für alles Mögliche gefunden. Sogar Winchester-Muni, auch wenn sie damaged war. Und ich wollte jetzt mit euch tatsächlich hier nochmal runterlaufen. Ich bin tatsächlich nur einmal hoch, einmal runter, also sprich zwei Server. Mehr habe ich nicht gemacht. Und wie gesagt, den Weg hierher ein Heli und das war's. Und dann haben wir schon das alles, was wir jetzt haben, gefunden. Ein paar Sachen habe ich auch schon mit den Nähsets, die wir haben, repariert. Wir haben ein bisschen Essen gefunden, was ich natürlich auch noch mitnehme. Und wir wollen überall reingucken, dass wir nichts vergessen. Noch ein Angelhaken, der pristine ist. Unser ist nicht pristine. Ich weiß, es sind so Kleinigkeiten. Aber ihr wisst ja, wie es ist bei Daisy-Spielern. Möglichst alles im heilen Zustand. Es gibt natürlich auch diejenigen, die es gar nicht interessiert. Andi. Aber es ist ja auch eigentlich richtig, wenn man sich überlegt, dass man immer zerschossen wird. Beziehungsweise, dass man tot glitscht. Ihr wisst ja, häufigste Todesursache, Leitern. Und ich glaube, hier waren tatsächlich schon ein paar mehr Leute auf dem Server. Die Population ist low. Damit wir jetzt hier nicht noch auf irgendwelche People treffen, wo wahrscheinlich dann die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu treffen, am höchsten ist. 9 mm, haben wir schon ein bisschen was gesammelt, nehmen wir natürlich mit, auch wenn sie damaged ist. Aber momentan haben wir halt gar nichts mehr, was uns dazu zwingt, so vorzugehen. Ich hoffe, das wird uns nicht zum Verhängnis. Ja, okay, noch mehr Essen brauche ich nun wirklich nicht. Die Axt sieht ein bisschen besser aus als meine. Ich habe nämlich nur eine damaged hier eine gefunden gehabt. Meine Leistung ist auch noch leer, die werden wir auch noch zusammen wieder zusammenfüllen, ja genau. Wir haben eine FNX und wir haben APC-Muni, aber kein Magazin. Und ich finde gechamberte Waffen immer so... Oh, ist das ein Winchester? Nee, das ist noch eine CR-527, doch. Die habe ich jetzt tatsächlich schon dreimal hier gefunden, mit der zusammen. Allerdings keine Winchester an sich. An einer war ein Scope dran, das ist das, was ich im Rucksack habe. Und wir müssen uns mal überlegen, was wir tatsächlich davon eigentlich noch wollen. Ich habe jetzt erstmal einfach alles mitgenommen, damit wir zusammen ausmisten können. Und dementsprechend laufe ich hier noch runter. Wir haben über noch die blöden Zombies, die mich die ganze Zeit angreifen. Die habe ich alle niedergeboxt. Funktioniert am besten. Braucht keine Munition. Ein Magazin tatsächlich mit M4-Muni habe ich auch schon, weil ich nicht wusste, was ich hier so finde. Habe ich erstmal am Anfang alles mitgenommen. Wie gesagt, ich bin selbst noch nicht viel hier rumgelaufen und habe noch nicht viel gefunden. Ein Shirt fällt mir gerade ein. Da hatte ich so als Ersatzshirt mit. Ich wusste ja noch nicht, welche Jacke ich behalte. Hat ein bisschen gedauert, bis ich hier war. Der Weg ist dann doch ein bisschen weiter als gedacht. Ein bisschen sehr viel weiter, könnte man auch sagen. Ja, und wie ich es vermutet habe, hier waren tatsächlich andere Spieler. Was der Grund ist, warum wir so viel finden, wie wir finden. Also wenn das jetzt das erste Mal gewesen wäre, wo ich hier war, wo ich sage, das gibt's hier. Ich weiß nicht, ob ich nochmal hergekommen wäre, aber wir hatten ja das Glück, dass wir tatsächlich mehr gefunden haben. Wir können hier zum Beispiel, wir haben eine AKM in der Hand und wir haben eine AK-47 dort auf dem Boden liegen. Ich weiß nicht, was wir mitnehmen sollten. Ich würde sagen, die AKM. Oh, Entschuldigung, ich habe was im Hals. Ein kleinen Korn oder irgendwas, was die ganze Zeit reinpiekt. So, der hat uns nicht gemerkt. Sehr schön. Also Winchester Muni, wie gesagt, einmal, die haben wir auch hier gefunden. Das heißt, die gibt es denn tatsächlich hier. Okay, der Server ist echt doof. Natürlich schön, dass ich... Das weiß ich natürlich vorher nicht. Ich prüfe ja nicht, was es hier gibt und mache dann erst eine Aufnahme und so. Oh, guck mal, was wir hier alles gefunden haben. Oh, surprise. Sondern es ist tatsächlich so, wie es ist. Das heißt, wenn wir was finden, finden wir es. Und wenn nicht, dann halt nicht. Wir können ja gucken, dann patche ich die hier auch nochmal. Dann kann das nämlich jetzt hier gleich ruiniert sein. Das ist schon pristine. Wir haben so ein tolles Mondtuch. Das ist auch pristine. Dann lasse ich das so liegen. Okay. Ich liebe diese Jacke. Ah, die ist so toll.
weil man da drinnen einfach nicht gesehen wird. Deutlich weniger Slots und das sagt mir... Ciao. Und Thai Bandana. Thai Festmask. So. Blödes Auto-Reparatur-Kit. Brauchen wir nicht. Ist nicht in unserem Interesse. Noch ein Nieset. Wir könnten zwei Niesets mitnehmen. Warum eigentlich nicht? Wir sollten mal auch anfangen, langsame Sachen wegzuschmeißen. Wenn wir uns sowieso gegen die Waffe entschieden haben, dann schmeiße ich auch die Munition weg. Wie gesagt, wir müssen sowieso ausmisten. Könnte man langsam ja damit mal anfangen. Und mein Plan ist es, wie gesagt, hier ein paar Mal hoch und runter zu laufen, damit wir zumindest Loot haben. Und dann wieder nach hinten, wo wir tot geglitscht sind. War es schade, weil da eigentlich so viel Action war. Vielleicht hätten wir den Typen auch noch bekommen. Weiß man ja nicht. Und dass es dann damit enden musste, dass wir wegen so blöden Kack-Spielfehler einen kleinen Umweg machen müssen. Tja, damit konnte ja keiner rechnen. So, ich werde mich jetzt hier wieder in den Baum stellen und werde mal auf einen anderen Server gehen. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, hier gibt es nichts mehr. Zweitens, der Server wird dunkel. Hieß eigentlich, das ist Tag. Zählt auch noch als Tag. Aber wir wollen natürlich auch eine Tagaufnahme haben, sonst wird es alles immer so dunkel. Gerade bei YouTube macht es ja noch dunkler. Und wir wollen, wie gesagt, schönes Licht haben und schöne Farben. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder für eine weitere kleine Loot-Runde. Und zwar in die andere Richtung müssen wir so oder so. Von daher. Und? Es ist hell. Was schon mal gut ist. So gehen wir jetzt Stück für Stück vorwärts. Halt. Ich möchte das Tape haben. Ihr wisst wofür. Wir haben ziemlich viele scheiß Rauchgranaten. Ach, weißt du was? Wenn die Waffe weg ist, ist sie weg. Und wenn sie da ist, ist sie da. Guck mal, ob sie gleich wieder automatisch nimmt. Sollte er ja eigentlich. Jo, macht er. Sehr schön. Nicht noch mehr essen. Bitte nicht. Und Revolvermuni. Ja, haben wir dabei. Sollten wir vielleicht demnächst auch mal rauswerfen. Für andere tolle Sachen ersetzen. Ja, der ist schon pristine, den wir haben. Ja. So ein schöner Rucksack fehlt mir irgendwie. Also ich meine, wir hatten davor so einen richtig schönen, geilen, kleinen Rucksack, Flecktarn. Und jetzt nicht mehr. Das macht mich traurig. Vielleicht sollten wir mal irgendwas wegwerfen. Wir haben zum Beispiel zweimal Seile, sehe ich gerade. Das brauchen wir auch nicht. Stück für Stück sortieren wir jetzt mal so ein bisschen aus. Ein bisschen. Damaged. Ist auch schon damaged und die ist gut erhalten. Jetzt ist die Frage. Oh, guck mal. Da haben wir auch schon Muni. Können wir die einfach stacken. Und dann können wir die nochmal mitnehmen. Wir haben ja eine AKM. Schön wäre es, wie gesagt, wenn wir noch einen Mac dafür finden würden. Altes Problem, dass wir auch schon mit der AK... Oh, 9mm nehme ich nochmal mit. Was wir schon mit der AK-47 hatten. AK-47? AK-74? Das ist übrigens anscheinend das Winchester-Auto. Nur ohne Muni. Hier hatten wir, glaube ich, schon mal eine Winchester dran gefunden, ne? Wo ich doch so glücklich war. Ist das nicht unser jetziger sogar? Der Server läuft soweit vernünftig, habe ich das Gefühl. Zumindest besser als die anderen davor. Dabei sind bei den Pings, zumindest die Verbindungsangaben, doch ziemlich ähnlich oder gleich. Noch eine Winchester und noch mehr Muni. Hat schon überlegt, ob ich mir so eine andere Waffe hier mitnehme, aber dafür will ich keine Winchester wegwerfen. Zumal wir Munition zum Nachladen auch noch dafür haben. Und die ganze Strecke wieder zurücklaufen, da werde ich ja Spaß dran haben. Was sind das? Ist eine Kaki? Nee, noch eine Olivjacke. Ah, die haben wir schon. Waffenreinigungsset werden wir sehr wahrscheinlich nicht gebrauchen. Unsere Waffe ist noch sehr gut, genau wie die hier.
Ah. Ah. Wir bräuchten ein Fass. Aber dafür, glaube ich, spiele ich ein bisschen zu wenig. Und eine bessere Hose als die, die ich jetzt habe. Dankeschön. Ja, ich mag die tatsächlich, die TTSK-Hose, lieber als diese komische neue, die wir jetzt haben. Ah, beides pristine. Fange ich mal hier an. So. Ein bisschen nach dem Geschmack soll es ja auch gehen. Könnten komplett TTSGO sein oder so eine... Okay, ich habe mich gerade für etwas entschieden. Ich packe die jetzt erstmal temporär nur da rein, die Sachen. Scheiß auf die Flashbang, echt mal. Laufen halt mal ein bisschen im TTSGO-Look rum. Und wir müssen noch ein bisschen was wegwerfen. Hier die Rauchgranate für das Neset. So. Und wir haben, glaube ich, hier noch Muni mit, die wir auch nicht brauchen. Viele Rauchgranaten, ich weiß, die werden wir alle nicht brauchen. Ich nehme mal die White. So. Ich mache es jetzt mal so. Schade um die schönen großen Jacken. Aber da sind wir wenigstens ein bisschen einheitlich, ein bisschen hübsch. Wenn wir noch vernünftige Rucksäcke und sowas finden, ja, dann wird das schon. Ja, super, hätten wir die Hose nicht nehmen brauchen. Ja, da ist das Spielkind in mir. Wir haben auch leider nichts gefunden, um selber noch einen Rucksack zu craften. Zwar auch dann müssten wir aussortieren, aber wäre auf jeden Fall schon mal ein Schritt nach vorne. Hier haben wir Militärboots, immer noch besser als unsere Turnschuhe, die wir haben. So, sieht schon mal ein bisschen vernünftiger aus. Ah, wir können oben rausgucken, auch nicht schlecht. Haben wir zwar keinen direkten Nutzen von, aber naja. Nein. Ah. Naja. Gemein gerade mit der Jacke gewesen. Aber wir haben uns jetzt für etwas entschieden und das versuche ich jetzt gegen mich selber. So, wir haben schon ein TTSGO Mundtuch und so, ne? Da können wir auch hier fast TTSGO Hut. Alte Design. So, haben wir hier etwas Schönes drin? Ein Haufen Hosen, die wir nicht brauchen. Ich meine, wie gesagt, zerschossen werden ist eins, ist okay, dann ist das halt wie es ist, kann man damit leben, aber totglitschen ist echt kacke. Vor allem hatten wir so geiles Zeug, das ärgert mich so ein bisschen. Ein bisschen. Manchmal auch ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber ich glaube, ihr versteht das schon, bei euch wäre es, glaube ich, genauso gegangen. Ist natürlich doof, dass wir jetzt genauso hier wieder ansetzen mussten. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt ganz ohne euch loote und dann hier, wo kommt denn das alles her und das im Nachhinein zu erklären und nicht zu zeigen, das finde ich auch ein bisschen scheiße. Ich finde gerade das Looten so bei Daisy mit interessant. Für was entscheidet man sich wo? Und wann und wie kam es dazu? Das sind ja alles so Kleinigkeiten, die man auf jeden Fall beachten sollte. Das ist eine schwarze Jacke, Regenjacke. Wir haben auch schon grüne Armstreifen und die behalte ich jetzt auch. Ah, die Hose. Die Mütze ist eigentlich ganz geil. Wisst ihr was?
Auch wenn das jetzt hier pristine ist, aber... So, das ist das, was nicht mehr ganz so gut ist. So. Haare gucken durch. Das sind Stachelhaare, wie vom Stachelschwein, so müsst ihr euch das vorstellen. Dünne, kleine, pieksige Haare. Aber die Mütze, die ist deutlich schöner, so nur grün. Noch mehr essen. Ah, der Server ist... Oh, hoppla. Der Server ist natürlich jetzt nicht so geil. Viele Stifte. Ich weiß nicht, was die Entwickler mit ihren blöden Stiften da haben. Ob ich mich hier hinsetzen würde und in diesem Spiel irgendwas großartig schreiben wollen würde. Ich bin immer noch nicht hydrated. Meine Güte, muss der hier viel trinken. Ja, trinken da, ne? Seit 1999. Ein Bierchen. Damaged und das ist badly damaged. Dann mache ich mal folgendes. Patche ich mir nochmal den Rucksack. Jetzt habe ich nichts mehr zum Patchen. Und nehme das Damage-Zeug mit. Ja. Ah, Schrotmoney. Tja, und dann würde ich mal sagen, begeben wir uns mal Richtung Flughafen, oder? Ich weiß nicht, wo wir die Magazine her hatten. Bin ich ehrlich gesagt... Doch, der hatten wir die nicht in einer kleinen Militärbase, die sogar hier in der Nähe ist. Ja, das muss ich natürlich wieder erstmal mich zurechtfinden. Eigentlich auch doof, jetzt haben wir eine AK-74, eine AKM mit, ohne alles. Ja, und ich weiß schon nicht, ich habe mich das letzte Mal hier schon verlaufen. Jetzt hätte ich tatsächlich einen Kompass gebraucht. Ich weiß ja nicht, wie spät es ist. Wenn das Westen weiter ist, müsste ich ja dann in die Richtung da laufen. Aber bevor ich mich großartig verlaufe, ich laufe jetzt ein paar Meter mit euch und sollte das alles nicht klappen, werde ich natürlich wieder bis zum nächsten Punkt, wo wir uns dann auskennen. Die Folge ist ja sowieso vorbei, sehe ich gerade. Das heißt, ich werde dann wieder alleine wieder laufen und dann werden wir uns an einem Punkt wiedersehen, wo wir zusammen weiterspielen können. Jetzt haben wir wenigstens ein vernünftiges Outfit. Munition, gut, wir haben hier unten 7 Schuss zum Nachladen. Macht mit der Schwester, mit der 5, die wir schon haben, 12. Und dann müssen wir gucken, ob wir mit 12 Schuss relativ weit kommen. Ansonsten müssen wir jeden Schuss schembern für unsere Waffe, die wir haben, ohne alles, ohne Scope und so. Verdammt kacke ist das. Müssen wir mal überlegen, wie wir das machen. Trotzdem hoffe ich, dass die Folge euch gefallen hat und ich hoffe, dass wir uns dann auch in der nächsten Folge wiedersehen. Wie gesagt, schade für das, oder es tut mir leid, dass wir jetzt so doof rumgeglitscht sind und dass wir deswegen nochmal von vorne anfangen mussten, aber dafür kann ich ja auch nichts. Ich habe mir das auch nicht ausgesucht. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ich sage danke, dass ihr dabei wart, danke, dass ihr zugeguckt habt und bis zum nächsten Mal und den Daumen nach oben nicht vergessen. Tschüss, liebe Leute!